Hallo, ich bin der Phil nochmal. Ich probiere heute mal was ganz Lustiges aus, das ist ein Motion-Detector für Windows-Systeme und Mac funktioniert auch. Sowas in die Richtung wie Kinect, nur ist das Ganze viel kompakter. Es ist nur ein winziges USB-Gerät, das man unter den Monitor legt. Und ja, ich zeige euch mal anhand der beigelegten Apps. Da kann man schon ganz gut erkennen. Das geht schon ein bisschen in Richtung Minority Report oder so. Die Erkennung ist erstaunlich gut, selbst bei stärkere Lichteinstrahlung, die wir hier haben. Ihr kennt das Programm einzelne Finger oder meine ganze Hand, wo ich sie öffne oder schließe. Oder auch beide Hände. Hier ist das Ganze nochmal in einem 3D-Raum. Das ist schon ganz spaßig. Hier kann man jetzt sehen, was das Programm erkennt. Die einzelnen Finger mit den Gelenken, wie ich meine Hände halte und was ich damit mache. Man kann damit auch direkt auf dem Bildschirm malen, so ähnlich wie mit einem Grafiktablet. Das funktioniert sogar ganz anständig. Funktioniert auch mit beiden Händen. Oder auch mit einer Fassbewegung wie in diesem Programm. Auch hier kann man wieder einzelne Objekte direkt beeinflussen. Jetzt natürlich alles Spielereien. Aber wenn die richtigen Apps dafür entwickelt werden, könnte es eine interessante Eingabemethode werden. Auch ein kleines Spiel haben wir dabei. Der eine oder andere von euch mag noch Arkanoid kennen. Das ist eine Neuauflage mit Touch-Steuerung bzw. Bewegungssteuerung. Man kann damit auch seinen Desktop steuern. Aber ich muss sagen, das ist noch nicht so ganz ausgereift. Die Erkennung für den Finger als Mauszeigerersatz ist noch etwas durchwachsen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.